An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist Samstag, RTG-Zeit ist mal wieder angesagt. Heute werden wir ein komplett neues Team bauen, denn ich hatte euch ja in der letzten RTG-Episode entscheiden lassen, ne, mit dem Team, was die meisten Likes hat, welches Team wir als nächstes spielen sollen, wie gut das neue Team ist, werden wir dann in der Weekend League oder im Weekend League-Video sehen, was vielleicht auch schon morgen kommen wird. Nichtsdestotrotz hatten wir heute extremes Pack-Luck, was die Squad Battle Rewards angeht. Da haben wir bis Elite 2 gespielt. Dazu kommen noch andere Rewards, andere Packs, Pack-Luck und so weiter für matzige Info-Set. Alles Mögliche ist mit dabei. Lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben, da ist ja gerne auch ein kostenloses Abonnement. Liebe geht raus und damit viel Spaß mit dem Video. Warm-up ist jetzt da, World Cup Warm-up Series. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze werden wird. Wir starten rein, let's go. Gut, gehen wir rein. Männers, wir haben jetzt ein bisschen was angespart. Wir haben die Halloween-Top-Partien gemacht, Wir haben jetzt, glaube ich, noch die Squad Battle Rewards mit dabei und ein paar Sachen, die wir halt abgeschlossen haben. Als allererstes erstmal den 82 Plus Pick. Die 85er Team of the Week Set ziehen wir heute auch noch. Wir gucken einfach mal, was wir ziehen. Wir starten erstmal rein mit dem ersten Out of Position Spieler. Ja, perfekt. Kappa, Gakpo. 83er Rating. Fängt ja auch schon wieder richtig gut bei mir an, wirklich. Und natürlich haben wir den auch wieder untrade. Nee, das ist natürlich sehr, sehr cool. Das macht wieder Spaß. Wir müssen mal gucken, das neue Team, wie wir das bauen, wann wir das bauen. Vielleicht seht ihr das auch in dem Video sogar noch. Aber wir gucken erstmal rein. Wir wollen erstmal ein bisschen ein paar Packs ziehen. Ich nehme euch natürlich mit bei den guten Packs. Bedeutet ab 84 plus nehme ich euch mit. Das ist jetzt nochmal mit dabei. Okafor, Grüße gehen raus. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten guten Pack wieder. Zwei Set, das Goldspielerset. Erste Mal, dass wir durchgehen. Abfall ist angesagt. 83er Fabian. Hype in den Chat. Futter steigt. Krank. Es ist einfach der Wahnsinn. Wie schnell aber auch 20 Packs wechseln, ne? Das ist der Wahnsinn. Wir gehen mal wieder durch. Oh, Navas. Das ist Big Pull. 88er. Walkout. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das ist geil. Sehr cool. Na, was nehmen wir mit? Big W. Sehr cool. Sogar tradable. Ja, Coins nehmen wir mit. Nice. Big W. 75 plus. Pass mal auf, daraus ziehen wir jetzt im Out of Position. Nee, aber 75 plus heißt Inform. Ja, gut. Inform ist Inform, ne? Back to back nach Navas direkt Inform. Das ist gut. Das, ich meine, solche Karten kannst du halt immer gebrauchen für SBCs. Cool. Oh, wir gehen durch. 75 pluser gönn, Chat. Partey. Ah, den haben wir, glaube ich, schon untrade, ne? Haben wir den untrade? Ich weiß es gar nicht. Ha, bitte nicht. Ja, wichtiger, richtig. Zwei seltene Spieler, 80 plus gesamt. Oh, Walkout, nice. Stürmer. Aber Ruben Dias ist auch okay. Den Ruben Dias nehme ich auch komplett mit, ey. Sehr, sehr geil. Das ist gut. Dahinter noch was Gutes? Ja, wenigstens haben wir auch Dias Pick. So, gehen wir rein. 680 plus Upgrades. Wir haben noch ein bisschen was rumliegen, deswegen würde ich persönlich sagen, wir testen das Ganze einfach hier mal ein bisschen aus. Vielleicht haben wir ja das Glück, 83er, 84er oder sowas zu ziehen, gerade um einfach zu sagen, hey, es funktioniert in irgendeiner Art und Weise, dass man da vielleicht nochmal Futter bekommt, gerade für Chiesa, weil Chiesa wollen wir halt abschließen. Den haben wir jetzt mit dem doppelten Dias gemacht, schon mal die erste SBC. Wir gehen zumindest schon mal durch. Zweites Pack, Innenverteidiger Stones, 83er Rating. Aber den können wir auch abstoßen. Perfekt, das war's komplett. Ja, nee, cool. Da hat sich das ja richtig gelohnt, die zu machen. Ne? Weil ich glaube, ein 83er wiederholen, weiß ich nicht. Aber back-to-back gehen wir zumindest durch. ZOM Pellegrini, ja, 84er. Oh, Walkout-Chat. Deutschland, ZM, groß. Nee, Goretzka, oh, nice. Das ist gut, den nehmen wir mit. Das ist echt gut aus dem 80-Pluser, das 8. Und direkt der erste Walkout. Kann man natürlich gucken, ob man den sogar mal irgendwie ballert. Ins Team oder so. Oder reinballert ins Team. Oder halt einfach sonst in der SPCs, ne? Aber Goretzka ist ein guter Pool. So, gut. Gehen wir mal rein ins 83 plus seltener Goldspieler-Pack. Das ist aus irgendeinem Ziel gewesen. Ne? 83 plus. Es ist kein Out-of-Position-Spieler. Es ist Radetzky. Das war's komplett. Das war... Also, das ist ja wirklich bodenlos, Chat. Jumbo Premium Goldpack, gucken wir mal rein, ob wir da was ziehen. Wir wollen halt wenigstens ein Out-of-Position-Spieler, das wäre halt schon nice, ne? Kavaral wenigstens, ja, 84er Kavaral. Das ist doch okay. Oh, Chayanulu, ja, auch wieder gut aus dem 80-Pluser. Das ist auch not bad. Chayanulu ist immer was, was man gerne dankbar annimmt, gerade das Rating sowieso. So, Megapack. 35er mit 82+. Wir haben zumindest schon mal ein 83+. Walkout. Ja, Thiago Silva. Wichtig und richtig, Männers.
Stark. Nächster Walkout. Komm, wir gehen durch. 25 KP. Gönne. Modric. Bam. Ja, Modric. Hey, wer hat vor uns in den Chat geschrieben, wir ziehen heute noch Modric? Was ist da los? 88er Modric ist tradable aus den Squad Battle Rewards, sind das sogar gewesen. Sehr, sehr cool. Prime Gold Spieler Pack klein. Auf Ansage heute R9. Ja, wäre cool, aber erstmal Mbappé, was denn? Nee, aber Back-to-Back Walkout, Rodri. Oh, wir laufen heute warm, Chat. Wir laufen heute warm. Back-to-Back Walkout. Ich kann das nicht mehr. Seit wann haben wir wieder Packlack auf der RTG? Das ist ja der Wahnsinn. Und ein Flavovic und ein Piqué. 230er. Das sind 230er nochmal aus den Squad Battle Rewards. Gleich haben wir ja da Glück. Ja, Walkout im 30er. Komm. Deutschland. ZOM. Der gute alte Thomas Müller. Ja, also Squad Battle Rewards. Haben wir ja bis jetzt anders gegönnt. Zwei Walkouts. Rodri und Müller. Dahinter vielleicht noch was? Oh ja, Laporte noch. Hä, was ist denn heute los? Das ist ja geisteskrank. Das Packlack ist ja echt ganz gut. Vielleicht jetzt im dritten Pack jetzt. Drei Walkouts und drei Packs bei Squad Battle Rewards. Ja, Mbappé. Mbappé! Dembele! Oh ja, let's go! Come on! Big Widget! Hä, wo kommt der denn her? Wie krank! Was kostet er noch? Der kostet bestimmt 300k. Squad Battle Rewards anders haben können. 315k, Chat. Ach, du Heilige. Boys and Girls, wir gehen rein. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, ihr dürft mein Team bestimmen. Das bedeutet, ihr konntet reinschreiben, Chris, das und das Team würde ich bei dir gerne mal sehen. Preis hatten wir ja so knapp 3,3 Millionen gehabt. Im Endeffekt am Ende waren es sogar ein bisschen mehr, weil wir ja auch den Bene gezogen haben, was gerade extrem nice war. Nichtsdestotrotz, die Teamidee kam von Bene und er hat folgendes Team uns vorgestellt im 4-3-1-2-System. Wir fangen erst an im Tor mit Donnarumma. Kostenpunkt hier 63.500. Ich habe versucht, immer die Spieler zu snipen. Rechtsverteidigerposition. Die erste Icon, Zambrotta. 528k haben wir für den Mann bezahlt. Sieht gut aus. Mal gucken. 5 Sterne Weak Foot ist lengthy. Architekt drauf, rein da. Innenverteidigung. Jetzt wird's krank. Da haben wir einmal Dumfries für 82k. Und Fofana für 103k. Die beiden neuen Out-of-Position Innenverteidiger. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden sich im Duplikat spielen lassen. Ne? Mittelhohe Arbeitsraten hoch, hoch. Müssen wir mal gucken, wie das bei Fofana ist. Sonst werden wir Fofana tauschen in-game mit unserem ZDM, den ihr gleich sehen werdet. Dazu Linksverteidiger Frankowski, ist ja klar. Muss gespielt werden wegen einfach Fofana, dem Link. Dazu haben wir Achter, defensive Achter wird Renato Sanchez werden. Da wurde halt geschrieben, dass du den OTW nimmst. Aber OTW meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu unnötig, gerade aktuell bei dem Preis. ZDM, Yaya Touré. Krass, dass wir den jetzt mittlerweile schon haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Entweder den spielen wir dann mit Mittelarbeitsraten in der IV oder Fofana. Müssen wir mal gucken. Und offensive Achter wird Barella Werte in Form. Den haben wir vor uns gerade verkauft. Ich zeige euch auch gleich noch die Preise, was wir verkauft haben. Dazu im ZOM Chiesa. Die SPC haben wir vor uns abgeschlossen. War eigentlich ganz easy. Bin sehr, sehr gespannt. Dazu auf Maestro, was bei Footbin sogar nicht empfohlen wird. Ich bin mal gespannt. Vorne im Sturm dann. Lautaro Martinez. Haben wir ja in Rot gezogen. Hat schon in 4 Spielen 2 Tore gemacht. Nur mal gucken. Ich glaube, da war er eh nur ein Wechselspieler. Und Edin Dzeko ist zurück. Den haben wir nämlich verkauft gehabt und da haben wir den wieder gekauft. Ne? Aber Dzeko war schon eine absolute Granate. Brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Im Endeffekt haben wir trotz alledem noch 1,2 Millionen ungefähr rumliegen. Wir haben noch nicht alles verkauft. Ja, verkauft wurden. Drogba, den haben wir für 970k geholt. Desai, den haben wir für 520 geholt. Piqué haben wir für 229 geholt. Der hat einfach geisteskrank 80k nach oben. Dzeko auch um 43k nach oben, ja, für 140 geholt gehabt. Den hat man noch First Owner drin. Barella hat man für 75k geholt und den Bene haben wir ja vor uns gezogen. Den haben wir jetzt für 310k verkauft. Das war es dann auch schon soweit. Den Rest haben wir einfach noch auf der Transferliste. Einfach so ein bisschen ein paar andere Sachen. Aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich das Team spielen lässt. Wenn das Team nicht gut ist, wäre ich natürlich trotz alledem mal ein bisschen was zu ändern. Vor allem, ich bin mir sehr, sehr gespannt, was Lautaro Martinez macht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was das angeht. Und vor allem, was das angeht, was Fofana macht. Da müssen wir mal gucken. Sonst, ja, wir haben ja immer noch auf der Auswechselbank Korea. Wir haben noch Cole am Start. Wir hätten immer noch unseren Puyol. Den haben wir ja auch gezogen. Ich finde halt Puyol geisteskrank gut in der Innenverteidigung. Der hat einen super, super Job gemacht neben Piqué. Den kann man natürlich auch nutzen. Oder man sagt halt einfach, man stellt statt Fofana zum Beispiel in Ramos rein. Ne? Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal rein in die Weekend League Quali und gucken mal, wie gut das Team ist. Let's go. So, Boys and Girls, wir sind zurück beim Video. Ja, eigentlich wollte ich das aktuelle Team, was wir gebaut hatten, was ihr gerade eben schon gesehen habt, bei der Teamvorstellung nochmal testen.
Allerdings haben wir ein kleines Problem. Wir haben die Weekend League schon abgeschlossen. Wir haben 13 Siege geholt. Leider Gottes keine 14. Ich werde die Packs auch nicht ziehen, nur die Picks, weil ich nicht weiß, was nächste Woche Freitag kommt und da wir vielleicht ein bisschen Packluck haben. Nichtsdestotrotz möchte ich eine kleine Teambewertung jetzt gleich noch mit euch gemeinsam machen. Aber ich habe das ganze Team sozusagen nicht nochmal spielen können oder euch Spielszenen reinschneiden können, weil ich am Ende dann Higuain gereviewt habe. Ich hatte die letzten 5 Spiele dafür aufgehoben gehabt, um wenigstens noch ein paar Spielszenen zu machen. Aber Higuain war für den Zweitkanal einfach ein bisschen wichtiger. Ich hoffe, das geht trotzdem klar. Ich werde euch trotzdem mal sagen, wie die ganzen Karten so waren. Nichtsdestotrotz, wir wollen heute eine Mission angehen und zwar die Mission Kobel. Ich will ihn unbedingt haben. Ich hoffe, dass wir ihn bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Abfall ist angesagt. Wir gehen rein in die ganze Sache. 1 von 3 Player Picks. Oh, Big Chats. Let's go. Das ist anders wild. Bentancur, ich habe ihn ja selber getestet, kostet nur 44k. Ich weiß auch, wo ich den reviewt habe. Auf dem Ersteindruck-Kanal war der bei 170. Bentancur, Weltklasse, weil damit können wir uns überlegen, vielleicht sogar mal einen Perisic zu kaufen, um den einfach als Doppel-8 zu spielen. Ich glaube, sehr, sehr cool. Bentancur nehmen wir zu 100% mit. Jetzt noch ein Kobel. Und ich bin absolut zufrieden damit. Komm schon, Osimhen auch nicht schlecht. Ich glaube, Osimhen können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, Osimhen kostet zwar nicht mehr so viel. 14.250 Münzen, aber auch wieder ein 85er Rating. Jetzt den Kobel. Bitte Kobel in Rot. Bitte gönne ihn, ey. Bitte, das ist der einzige, den ich möchte. Nein, das tut so weh. Oh, Guido Burgstaller ist noch mit am Start. Wir werden auf jeden Fall Kandreva nehmen. Aber schade, 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 schade. Kobel wäre die perfekten Rewards gewesen. Aber Bentancur, absolut insane. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, gehen wir ganz kurz aufs Team ein, was wir gespielt haben diese Woche. So, gehen wir ganz kurz zur Teambewertung. Schauen wir uns mal an, das Team war es, was gespielt wurde. Das wurde ja auch von Ben vorgeschlagen. Ich fand das übrigens sehr, sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall jetzt öfters machen, dass ihr sozusagen mein Team vorschlagen könnt. Gehen wir ganz kurz rein. Starten wir ganz kurz rein mit dem Torhüter Donnarumma. Ich zeige euch auch ganz kurz die Statistiken. 19 Spiele gespielt mit Donnarumma, 63k haben wir bezahlt. Ich werde übrigens auch alles danach verkaufen, einfach um dem Marquish entgegenzuwirken. Der kostet immer noch 63k. Donnarumma habe ich auch schon auf dem Main-Kanal gespielt oder auf dem Main-Account gespielt. Ich bin mit ihm sehr, sehr zufrieden. Macht er eigentlich nichts falsch. Die Frage ist natürlich beim Torhüter, testet ihn ein bisschen selber aus, weil es immer noch eine Vertrauenssache ist. Weitermachen wir mit Zamprotta. Der hat mittlerweile 28 Spiele gemacht bei uns, was schon mal nicht so schlecht klingt. Muss aber allerdings sagen, der kostet aktuell 480k nur noch. Also ihr seht, wir werden einiges an Verlust hier mit ihm fahren. Ich sag's mal so, wenn du so ein Team hast und das meiste Geld ist halt einfach in die Defensive geflossen, gerade wegen Zamprotta und Touré. Ich glaube, das würde ich, oder Zamprotta würde ich nur spielen, wenn ihr wirklich mehr Budget habt, weil ich glaube, andere Karten auf der Position spielen sich entweder gleich gut, vielleicht sogar ein Stück weit besser und vor allen Dingen ist es halt günstiger. Ja, aber trotz alledem Zamprotta keine schlechte Karte. Nächster Spieler ist Dumfries und Fofana in der Innenverteidigung. Ich muss sagen, beide zusammen, er kostet übrigens 74k nur noch, beide Spieler zusammen eine absolute Macht da hinten. Also beide haben mir sehr, sehr gut gefallen. Eine richtig, richtig geile Option. Der kostet noch 69k. Also ihr seht, der Marktcrash ist halt gerade aktuell schon absolut vorhanden. Ne? Nichtsdestotrotz, beide Innenverteidiger sehr, sehr gut. Kann ich echt nur empfehlen, die beiden mal zusammenzuspielen. Beide Lengthy mit Shadow. Abfall ist angesagt. Frankowski, Linksverteidiger, sehr positiv überrascht gewesen. Das muss ich wirklich sagen. Die Karte kostet 13k. Absolut zu empfehlen, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Sehr, sehr geile Karte als Linksverteidiger und gerade für den Preis sowieso. Renato Sanchez, 7600 Münzen haben wir für ihn bezahlt. Ist solide, aber man muss auch wirklich sagen, mit der Zeit, 80er Rating, es dauert halt, wo man dann sagt, oder es ist mittlerweile nicht mehr der Zeitpunkt, wo man an solche Karten spielt. Das merkt man schon meiner Meinung nach sehr. Yaya Touré, gehen wir weiter und das ist für mich, und das muss ich wirklich sagen, 1,12 Millionen kostet nur noch. Der besten ZDMs, die ich bis jetzt gespielt habe. Aber, und da muss man wirklich sagen, es gibt auch andere ZDMs, die ich schon gespielt habe, die gleich gut waren, die wenig oder einen Ticken schlechter waren, aber vom Preis her günstiger sind. Ne? Also Touré, muss man wirklich sagen, ist eine Karte fürs High-Budget. Muss man schauen, ob man da wirklich Bock drauf hat, den irgendwann mal zu kaufen. Barella, für mich einer der besten Achter, die es gibt. Gerade jetzt mit Perisic, die ich gespielt habe, oder auch Bentancur, kostet nur 65k, also auch der ist ordentlich runtergegangen. Kann man echt empfehlen, auch schon alleine die Goldkarte. Chiesa SBC in 23 Spielen, 9 Tore, 15 Torvorlagen gemacht. Da muss ich echt sagen, Chiesa, absolut insane Karte, gefällt mir sehr gut, gerade im ZOM. Und unsere beiden Stürmer, Lautaro, hat in 32 Spielen 16 Tore, 16 Torvorlagen gemacht. Ja, Checo 34 Spiele, 47 Tore, 22 Torvorlagen. Also eins muss man sagen, Lautaro ist okay.
Man merkt aber allerdings, dass er halt wirklich nicht lengthy ist. Das muss man wirklich sagen. Nichtsdestotrotz ist es okay. Aber Checo überbietet alles. Ja, also Edin Checo, einer der besten Stürmer. Wenn ihr wirklich die Möglichkeit habt, mit Checo Drogba im Doppelsturm zu spielen, nutzt das aus, spielt die auf jeden Fall mal. Ich glaube, damit habt ihr sehr, sehr viel Freude und Checo ist eine absolute Top-Empfehlung von mir. Im Endeffekt 13 Siege geholt, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich immer schnell beim 2-0, wenn ich 2-0 hinten lag, gequittet bin. Hätte man vielleicht einen Sieg mehr oder weniger holen können. Aber es war ein geiles Ding, war ein geiles Team. Kuss geht raus an Ben, vielen, vielen Dank. Rewards, Red Picks waren auch sehr, sehr cool. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht zum WM-Modus, was wir da für ein Team spielen. Aber jetzt wird erstmal alles verkauft und dann damit erstmal eine Grundlage geschaffen. Flüssig ins Event gehen zum WM-Modus, Abfahrt ist angesagt. Und dann startet eigentlich auch schon zur normalen RTG eigentlich die WM to Glory. Die müsste dann nächsten Freitag kommen. Ich bin sehr gespannt, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben, lasst sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, Kuss.